Assistant. Und bevor wir damit loslegen, wollen wir euch erst nochmal kurz abholen. Basics zu KI, Basics zu Prompting, einfach um uns alle auf denselben Nenner zu bringen. Die Slides sind eher ausgelegt auf eine Stunde Workshop, bedeutet, ich werde an manchen Stellen bewusst Informationen überspringen. Ich habe es jetzt aber absichtlich nicht rausgenommen, weil gerade hier man ja dann auch im Nachhinein noch miteinander reden kann. Bedeutet, wenn euch der ein oder andere Punkt interessiert, ich euch ihn überspringe, entweder unterbrecht ihr mich einfach oder wir reden im Nachgang nochmal drüber. Genau, dann steigen wir direkt rein. Ich habe den Julius heute mit dabei, der wird nachher den zweiten Teil noch mit übernehmen und auch bei Fragen jederzeit zur Verfügung stehen. An die Onliner natürlich gerne einfach zwischenreden oder halt im Chat stellen, je nachdem. Was machen wir heute? Das, was ich gerade eben schon gesagt habe, kurze Einführung, dann könnt ihr in die Prompting Academy gehen. Hier auch vorneweg, ihr habt in der Prompting Academy auch noch 7 Tage Zeit, das fertig zu machen. Bedeutet, auch wenn wir jetzt für diesen Einführungsteil ein bisschen länger brauchen, ihr habt im Nachgang noch die Zeit, alle Aufgaben in Ruhe anzuschauen. Macht euch keinen Stress. Kurz zu uns, MindGPT, das ist unser Produkt. Wir haben zum einen eine Plattform, in der wir Prompting bzw. das Nutzen der Plattform einfacher machen wollen, indem wir Workflows haben. Das wird euch der Julius nachher auch alles noch zeigen. Wir haben Services, wo wir sowohl mit Beratung als auch mit Customized Anwendungen auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse eingehen. Und was wir uns eben heute anschauen, was ihr dann auch machen dürft, das ist die Academy. Deswegen, die werdet ihr im Verlauf kennenlernen. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Erste Frage, um euch mal kurz so ein bisschen auch kennenzulernen. Wer von euch hat denn schon mal ChatGPT ausprobiert? Sehr gut. Online auch einer. Noch einen Daumen hoch. Sehr schön. Dann nächste Frage. Mal schauen, ob es noch genauso viele sind. Wer sieht das Potenzial von ChatGPT im Unternehmen? Okay. Und dann die dritte Frage. Wer nutzt ChatGPT denn schon regelmäßig? Im Unternehmensalltag oder auch im Alltag, je nachdem. Okay, immerhin ein paar. Online auch ein Daumen nach oben. Sehr schön. Genau. Kurz vorneweg nochmal. Wir haben jetzt hier gerade das Stimmungsbild eingefangen. Wie schaut es bei euch aus? Wo stehen wir mit der KI in Deutschland? Es gibt bereits einige Firmen, die KI schon eingeführt haben. Wir haben hier ein paar aufgelistet, aber das ist der große Punkt. Viele Unternehmen haben sich damit auch noch nicht auseinandergesetzt. Also keine KI-Richtlinien. Die Mitarbeiter nutzen ihren privaten, kostenfreien ChatGPT-Account, geben da unternehmensinterne Daten ein machen damit mal ein bisschen KI. Das ist eben das, wo wir sagen, da wird es langsam problematisch, also nicht nur langsam, sehr schnell, einfach weil dann Dinge passieren, die man im Nachhinein nicht möchte und weil dann zum Beispiel auch passiert, dass in der nächsten trainierten Version von ChatGPT plötzlich firmeninterne Daten drinnen sind, die da eigentlich überhaupt nicht sein sollen. Deswegen unser Punkt auch, selbst wenn man KI kritisch gegenüber steht, nicht wegschieben, nicht nichts machen, zumindest Richtlinien aufstellen, zumindest anschauen oder eben auch Alternativen zur kostenfreien ChatGPT-Version bereitstellen, damit die Mitarbeiter gar nicht auf die Idee kommen, das kostenfrei zu nutzen und dann irgendein Blödsinn rauskommt am Ende. Was wir ganz oft hören, ist auch der Punkt, wir sind einfach noch nicht bereit für KI. Wir haben jetzt gerade Digitalisierung gemacht, wir sind gerade dabei, unsere Daten irgendwie digital zu bekommen. Was sollen wir da jetzt schon großartig mit KI anfangen? Unsere Antwort darauf ist eigentlich eher, KI kann auch bei der Digitalisierung helfen. Gerade Daten, die vielleicht noch nicht sauber aufbereitet sind, kann man wunderschön mal in eine KI reinklopfen, sagen, schreib mir mal eine Zusammenfassung, fass mir das mal zusammen. Und damit kann KI auch helfen, einfach diesen Schritt zu gehen. Natürlich auch immer im Background, welche Daten gebe ich in welche KI rein? Also nicht unbedingt die sensibelsten Daten in das Kostenfreie zum Beispiel reingeben. Aber man kann mit KI auch sehr viel in den Digitalisierungsbereich machen. Also nur, wenn man nicht alles digital hat und schon durchdigitalisiert hat, wie es vielleicht eine Roadmap möchte, kann man da trotzdem mit KI schon loslegen. Was kann ich damit alles machen? Das ist auch so ganz oft die Frage, die wir gestellt bekommen. Wir haben hier jetzt mal bewusst einen unvollständigen Überblick drüber geschrieben, weil es natürlich ganz, ganz viele Anwendungen hat. Von Texterstellung zu Textüberarbeitung, zu übersetzen, verbessern, aber auch wie wir jetzt hauptsächlich damit umgehen, hier im Rahmen der LernOS, Unterstützung beim Lernen. Es gibt
so viele verschiedene Anwendungsgebiete, dass wir euch auch eigentlich gar nicht vorschreiben wollen, was kann KI gut, weil am Ende seid ihr die Experten, ihr wisst, was ihr im tagtäglichen Leben tut und ihr wisst auch, was euch im tagtäglichen Leben nervt, sehr stupide Arbeiten sind. Und das sind genau die Punkte, wo man, wie wir hier eben sagen, einfach mal ausprobieren kann, kann KI da nicht helfen. Deswegen unser Tipp an euch, seid aufmerksam im Alltag, schaut euch an, was nervt euch, was kommt immer wieder. Probiert es einfach mal aus, damit der KI ein bisschen rum zum Spielen, tauscht euch miteinander aus. Ich meine, genau deswegen seid ihr jetzt auch hier, behaltet es auch bei. Ein Use Case, der euch auffällt, kann zum Beispiel dem Kollegen auch schon sehr gut weiterhelfen. Und dann natürlich, und darum kümmern wir uns heute jetzt ein bisschen, Prompting beherrschen. Einfach wissen, wie gehe ich mit KI um, was kann ich mit der KI tun, um dann letztendlich auch einfach sagen zu können, okay, das, was mir da gerade eingefallen ist, kann hilfreich sein oder auch nicht. Also Fazit hier, seid einfach aufmerksam. Was ist wichtig für den optimalen KI-Einsatz, wie wir vorhin schon gesagt haben? Es braucht eine ordentliche KI-Plattform, auf der man auch einfach bedenkenlos ausprobieren kann. Man braucht Training. Es bringt nichts, den Unternehmen oder generell den Mitarbeitern oder Kollegen einfach KI hinzustellen und zu sagen, da ist das Tool, mach mal. Die Leute brauchen meistens Hilfe. Und wenn es nur der Kollege ist, der einem mal eine Stunde Einführung gibt. Und das Nächste, was wir auch sehen, ist einfach, Tools. Bleibt nicht an dem Punkt dann stehen, wenn ihr vielleicht irgendwann mal KI, ChatGPT oder irgendwelche anderen Formen von KI nutzt und eingekauft habt, dass ihr nur das verwendet. Wenn ihr merkt, ihr bräucht eine Anbindung an die interne Unternehmensdatenbank, es gibt Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, das datenschutzmäßig konform zu machen. Schaut euch da weiter um und lasst euch beraten, geht den Schritt weiter, es rentiert sich. Trotzdem natürlich, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal immer wieder angesprochen, behaltet im Hinterkopf, es gibt nach wie vor Risiken und Probleme. Das wollen wir hier auch gar nicht verschweigen. Es gibt Probleme bei der Qualitätssicherung. Compliance-Issues müssen auf alle Fälle geklärt werden. Das müsst ihr auch im Unternehmen vorantreiben, dass das geklärt wird. Auch die Nutzerfreundlichkeit lässt an vielen Stellen einfach noch Luft für Verbesserungen übrig. Ich würde sagen, wie mit jedem technischen Device, wie mit jedem technischen Fortschritt, man kann die Vorteile abholen, wenn man sich den Risiken und den Problemen bewusst ist und da dementsprechend einen sinnvollen Umgang mit findet. Jetzt aber mal zu dem Thema, wo wir am Ende wirklich rauskommen wollen. Wie schreibe ich eine gute Prompt? Wir haben hier mal ein Negativbeispiel mit dabei. Ich brauche einen Blogpost. Ja, das wird, also die KI würde ich was antworten. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, das Ergebnis wird nicht zufriedenstellend sein, weil sie wird definitiv nicht das ausgeben, was ihr sehen möchtet. Da ist nämlich einfach dieses große Problem, ihr habt keine klare Aufgabe mit drin. Also was soll die KI überhaupt machen? Welche Schritte sollen erledigt werden? Weiß die KI einfach nicht. Keine Annahme. Also was erwartet ihr? Was soll am Ende rauskommen? Was soll die KI überhaupt direkt machen? Ja, es steht drin Blogpost, aber wie genau der Blogpost aussehen soll, was stellt ihr euch darunter vor, das weiß die KI auch alles einfach nicht. Und dann keine definierte Ausgabe, also in welcher Form soll das aufgeschrieben werden, wie lang soll der Text sein, lauter solche Sachen sind auch nicht mit drinnen. Und wenn ihr euch mal überlegt, so würde das im Team auch nicht funktionieren. Also wenn ihr im Team jemanden, dem Praktikanten sagt, ich brauche einen Blogpost oder dem Kollegen, dann würde der wahrscheinlich auch ziemlich viel Mist fabrizieren, was euch am Ende nicht glücklich macht. Also stellt euch ChatGPT oder generell die GPTs einfach wie einen Kollegen vor, dem ihr einfach sagen und auch detailliert sagen müsst, was ihr euch vorstellt. Und wie man das Ganze besser macht, da würde ich jetzt dem Julius übergeben. Danke, Nicole. Nach der wunderschönen Einführung zu KI geht es jetzt dann gleich auch um den interaktiven Prompting-Teil. Dafür würde ich euch nochmal ganz kurz in der Theorie ganz kurz erklären, wie man das denn hier in dem Beispiel jetzt besser machen würde. Und danach geht es dann gleich auf unsere Plattform, da könnt ihr das Ganze üben. Was es dazu gibt, ist das sogenannte AAA-Framework oder AAA oder wie ihr es nennen wollt. Und es ist einfach eine kleine Hilfsregel, wie man sich merken kann, was man alles machen muss für einen guten Prompt. Das erste A steht für die Annahme. Annahmen sind quasi Kontext, Sachen, die wir im Vorhinein wissen oder Sachen, die wir quasi in diesem Kontext der Aufgabe annehmen wollen, die wir der KI mitgeben. Zum Beispiel die Rolle.
Heißt, wir sagen der KI, was sie dann für einen Jobtitel zum Beispiel hat. In dem Beispiel, du bist ein Senior Copywriter. So können wir der KI quasi mitteilen, in welchem Stil, welche Wortwahl, welche Länge und so weiter typisch für diese Jobrolle wäre. Das zweite ist die Annahme von der Aufgabe, also dass wir der KI quasi schon mal sagen, was der Kontext von der Aufgabe gerade ist. Und bei der Annahme und dem Kontext kann man auch noch irgendwelche internen Notizen mitgeben, vielleicht Gedanken, die man sich schon mal gemacht hat, irgendwelche Dokumente, irgendwelche Datenquellen und so weiter. Das zweite A steht dann für die Aufgabe, wo die Zielsetzung ist es, der KI so genau wie möglich zu sagen, was sie denn überhaupt machen soll. Also hier ein Beispiel, schreibe einen ausführlichen, fachlich korrekten Blogartikel über Eichhörnchen. Heißt, wir haben hier mit drin, wie der aussehen soll, also ausführlich, fachlich korrekt, was er genau sein soll und welches Thema. Und das letzte A steht für die Ausgabe, wo wir nochmal genau definieren können, zum Beispiel wie lang der ist, wie viele Paragraphen. Wenn wir multimodale Modelle haben, können wir auch sagen, dass er Bilder hinzufügen soll, vielleicht, dass er später auch Videos machen soll, Audio und so weiter. Da geht es quasi einfach darum, dass wir ihm nochmal genau sagen, in welchem Output. Das ist auch der Schritt, wo man Sachen hinzufügen würde, wie bitte gebe mir nur die Antwort oder bitte gebe mir noch eine Erklärung dazu und so weiter. So, dann haben wir hier nochmal das finale Beispiel, nochmal verbessert. Unten die drei Farben, Annahmen, Aufgabe und Ausgabe. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Du bist ein Senior Copywriter, ganz klar die Annahme, die Rollenbeschreibung. Schreibe einen ausführlich, fachlich korrekten Blogpost über Eichhörnchen, ist die Aufgabe für unseren internen Blog. Sagt nochmal quasi was über den Kontext aus. Schreibe mindestens 3 Absätze und insgesamt 500 Wörter, ist, wo wir genau definieren, was er ausgeben soll. Und zuletzt, hier findest du einige Notizen, die ich zum Inhalt überlegt habe, ist nochmal eine Annahme extra, die wir hinzufügen können. So, noch ein paar kleine Tipps und Tricks und Prompting Patterns. Hier das Rollenspiel, was ich schon angesprochen habe, dass wir ihm quasi sagen, welche Jobtitel oder welche Rolle er im Unternehmen hat. Wir haben Chain of Thought. Im Prinzip können wir ihm einfach durch so Prompts wie arbeite Schritt für Schritt oder überdenke deine Antwort explizit, bevor du beginnst, das LLM in den sogenannten Chain of Thought Modus bringen, wo es quasi nicht nur sofort die Antwort ausspuckt, sondern selbst erstmal nachdenkt. Also quasi mit Text erstmal die ersten Schritte durchgeht und in irgendeiner logischen Sequenz antwortet. Dann haben wir das Few-Shot Prompting. Ziel dabei ist es, dass, indem wir ein paar Beispiele mitgeben, wir quasi den Stil und die Form von der Antwort schon mal kontrollieren können, eben durch die Beispiele. Und dann haben wir noch das Step-Back-Prompting. Das ist eher ein kleiner Trick. Und zwar, wir können dem Modell quasi einfach sagen, mach nochmal einen Schritt zurück und überdenke das Thema allgemein, bevor du antwortest. Und so kommen dann oft Antworten eher auf Metaebene, quasi nochmal überdacht und eben nochmal einen Schritt zurück. Dann haben wir noch ein paar Prompting-Hacks, ein paar witzige kleine Sachen, die tatsächlich wissenschaftlich bewiesen zeigen, dass sie bei den meisten LLMs den Output verbessern. Eins davon ist Trinkgeld. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wenn du ChatGPT versprichst, dass er 200 Euro Trinkgeld bekommt nach einer guten Aufgabe, ist der Output besser. Du kannst dem Modell auch sagen, dass es bitte durchatmen soll, was auch nochmal dafür sorgt, dass die Ausgabe vielleicht ein bisschen besser ist. Dann darfst du dem Modell auch erlauben, explizit weiß ich nicht zu sagen, was dafür sorgt, dass er hoffentlich nicht anfängt zu halluzinieren oder irgendwas zu erzählen oder irgendwas zu beantworten, was er gar nicht weiß. Sondern so gibst du ihm halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich weiß es nicht, wenn es tatsächlich keine Antwort gibt. Und dem Modell auch explizit sagen, dass er rückfragen soll, wenn er was nicht weiß. Denn meistens ist es so, LLMs versuchen einfach die Aufgabe zu lösen mit den Infos, die sie haben. Aber so kann man eben dafür sorgen, dass es vielleicht Rückfragen stellt und dafür sorgt, dass alle Infos da sind. Gut, jetzt kommen wir langsam zum spannenden Teil. Und zwar würde ich euch erst gerne ganz kurz unsere MindGPT-Plattform vorstellen. Das ist quasi unsere Basisplattform, wo man Prompts benutzen kann im Unternehmen. Und danach geht es dann zu dem Teil da drin der Academy, wo ihr dann auch interaktiv prompten könnt. Genau. Das hier ist unsere Plattform. Wie ihr seht, es ist erstmal nur quasi ChatGPT auf der Homepage. Da kann man jetzt einfach mit dem chatten. Wir haben auch noch ein paar extra Features.
zum Beispiel sowas wie eine Internetsuche. Das sieht jetzt erstmal aus wie Google und erlaubt es quasi über LLMs das Internet zu durchsuchen. Zum Beispiel können wir jetzt mal fragen, was macht die Salad Coach? Das ist zum Beispiel unsere Mutterfirma. Dann bekommen wir hier von KI generierte Antworten mit Quellen und im Internet-Search dabei. Wir haben noch so Features wie Meeting zusammenfassen zum Beispiel. Ich würde jetzt im Interesse der Zeit und dass ihr noch mehr prompten könnt, das ein bisschen überspringen und da schneller drüber gehen. Ganz kurz würde ich immer noch gerne anmerken, haben wir hier ein Workflow-Feature, wo man im Team zusammen Prompts quasi schreiben kann, kollaborieren und auch iterieren. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel einen Workflow, den nennen wir jetzt mal Blogpost, alles in Kleinschrift, danke, weil ich gerne Hand frei hatte, wo wir jetzt einen Prompt schreiben können, zum Beispiel Negativbeispiel, schreibe einen Blogpost über und dann können wir da zum Beispiel Variablen einfügen. Da kann das ganze Team jetzt dran arbeiten. Das Ganze kann man ausführen, gibt ein Thema an. So. Zack, und dann werden diese Prompts ausgeführt. Genau, das war die Core-Plattform kurz im Schnelldurchlauf. Genau. Und dann kommen wir jetzt zur Academy. Academy ist ein Teil von unserer Plattform, wo es eben darum geht, mit KI interaktiv das KI-Prompten beizubringen. Und ohne jetzt groß drum herum zu reden, wie läuft dem, hatten wir gerade schon, fange jetzt auch damit an. Ich schicke euch kurz den Link dazu in den Discord-Channel. Alternativ könnt ihr auch mit dem Code reinjoinen. Der Code, den schreibe ich auch nochmal kurz in den Channel rein. Ja, genau, zwei. Das ist dann die 209590, aber über den Link im Discord solltet ihr direkt draufkommen. Genau, den Link findet ihr in dem Channel Rohan von dem Raum, wo wir gerade sind. Also bei mir muss man die E-Mail-Adresse noch eingeben. Komm nicht drauf über den Link. Genau, einfach die E-Mail-Adresse selber eingeben. Das okay. Ist letztendlich einfach nur, wenn ihr die in den nächsten Tagen weitermacht, dass euer Status sozusagen gespeichert wird. Nur dafür braucht ihr. Sechs, danke. Genau, keine Sorge. Wir schicken euch da keine Marketing-E-Mails. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende freiwillig Feedback geben und dann kriegt ihr einen Link, wo ihr nochmal Zugriff auf die Academy habt. Nach unserem Workshop hier, aber das ist komplett freiwillig. Sehr schön, ich sehe jetzt schon 11 Teilnehmer. Dann gebe ich jetzt noch ganz kurz eine Anleitung, zu wie wir die Academy benutzen. Und zwar, wenn ihr jetzt gleich alle angemeldet seid, solltet ihr diese Übersicht hier sehen, wo ihr die ganzen Kurse vorgeschlagen bekommt. Einer von denen, je nachdem, was ihr am Anfang ausgewählt habt, wird als vorgeschlagen auch markiert. Mit dem könntet ihr dann anfangen. Und wenn ihr dann auf den Kurs drauf geht, habt ihr hier diese Aufgabenansicht. Da habt ihr immer links eine kurze Beschreibung, die ihr durchlesen könnt, wo euch kurz erklärt wird, was deine Aufgabe erwartet wird. Vielleicht ein bisschen theoretisches Wissen dazu. Und in der Mitte könnt ihr dann mit ChatGPT das Ganze lösen. Also ihr habt unten ein Eingabefeld, wo ihr dann den Prompt eingeben könnt. Und rechts seht ihr dann euren Score, also ob ihr die Aufgabe gelöst habt. Bei vielen Aufgaben gibt es dann auch den Prompting Assistant, der euch dann Live-Feedback gibt zu der Qualität von eurem Prompt. Und wenn ihr die Aufgabe gelöst habt, dann könnt ihr zur nächsten weitergehen. Gut, dann würde ich sagen, fangt gerne an, löst mal die Aufgaben und wenn ihr Hilfe braucht, dann gerne melden. Ihr könnt entweder einfach online das Mikrofon anmachen und was fragen. Ihr könnt auch auf der Plattform oben auf Melden drücken, aber am liebsten einfach Hand heben, sprechen. Dann können wir zusammen darüber diskutieren.
Solltet ihr bei einer Aufgabe stecken bleiben, habt ihr rechts oben eine kleine Glühbirne, wo ihr draufklicken könnt. Und da seht ihr ein paar Tipps, wie ihr weiterkommt. Ja, okay. Ich wundere mich nur, was rauskommt. Sag mir jetzt mindestens zwei Anfragen. Mhm. Sag mir das. Was hab ich dann? So, jetzt nehmen den anderen Würfel, damit die online natürlich auch Also er sagt jetzt hier mindestens zwei Anfragen und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Sag mir schnell mit reinschauen. Ja. Genau, wenn wir mal kurz. Also das ist eine Aufgabe, bei der in der Aufgabenstellung dann normalerweise zwei Anfragen gefordert sind. Also hier ist die Idee, das ist die Aufgabe mit den Mails. Also dass man differenziert. Achso. Genau, dass man zuerst die Prompt nimmt und mal reinklatscht in MindGPT und dann diese zweite Prompt, die wir da schon vorgegeben haben, dass man dann eben einfach mal sieht, eben schlechtes Beispiel, gutes Beispiel, was ist der Unterschied und da einfach mal vergleichen kann. Thank you.
Aufgaben, was man es hier macht. Kommen wir jetzt einfach hier vorne? Ja, klar. Ja, klar. Mit diesen Aufgaben, wir sollen jetzt was, und die anderen Sachen, was sollten wir jetzt genau machen? Weil ich jetzt auch einfach hier was eingegeben habe und er macht jetzt irgendwie das, was ich da eingebe. Aber wir sollen ja was mit guten und schlechten Beispielen jetzt machen, habe ich eben noch zuletzt gehört. Ich bin jetzt noch bei dem Teil Task 2 in Show Working. Genau, das, worüber wir gerade geredet haben, war einfach eine Aufgabe spezifisch. Ich weiß gerade nicht auswendig, wievielte Aufgabe das war, aber genau, also die zweite Aufgabe im AAI-Framework, da geht es darum, dass man einfach mal vergleicht, gute Mail oder gute Prompt versus schlechte Prompt, die Unterschiede erkennt. Bei allen anderen Aufgaben hat, also damit hat es an sich nichts zu tun, da steht eigentlich immer mit dabei, was man tun muss. Also das ist nicht bei jeder Aufgabe so, sondern nur bei der einen spezifischen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Macht es das klarer? Sind wir jetzt bei Task 2 oder 3 oder ist das jedes, für jeden individuell? Genau, also ihr dürft in eurem ganz eigenen individuellen Speed die Aufgaben bearbeiten. Ihr könnt auch in Gruppen zusammen, wenn ihr irgendwie euch austauschen möchtet über Prompts, könnt ihr das auch gerne machen. Aber ansonsten darf einfach jeder individuell in seinem Speed die Aufgaben durchmachen. Bisschen rumprobieren, je nachdem, wie ihr möchtet. Hat es das soweit geklärt? Wann geht es denn jetzt weiter von 2 zu 3 oder... Achso, dann kann ich einfach Next gehen. Okay, alles klar. Das resettet einfach so das Aufgabenfeld. Und was ist jetzt da Intro Working? Das ist die Intro Welcome. Da sind wir gerade. Und das ist jetzt sozusagen die nächste, die freigeschalten ist. Man kann auch einfach drauf klicken. Ja, da bin ich ja schon drin. Ich glaube, wir sind gerade bei der. Vielleicht einfach mal auf Next klicken. Genau, jetzt sind wir da. Und jetzt ist die nächste auch wieder. Soweit klar? Okay. Ja? Gibt es online eine Frage? In der Garage? Meine Frage, diese Folien, die eben gezeigt hat, sind die im Discord drin oder wo sind die Noch nicht. Wir würden euch die zuschicken. Also wir haben am Ende noch ein Feedback-Formular. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach Feedback bekommt. Dann können wir es über den Weg per Mail zuschicken oder wir können es nachher, glaube ich, auch einfach in Discord reinschauen. Okay. Bleibt denn der Zugang zu der Academy offen, auch über die Veranstaltung hinweg hinaus? Ja, genau. Also ihr könnt es dann danach noch 7 Tage nutzen. Und cool. Genau, da bleibt euer Fortschritt gespeichert. Also ihr habt die nächste Woche noch Zeit, damit zu arbeiten. Cool.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich mache es jetzt so, ist einfacher. Werden die Daten denn, Informationen alle so gespeichert? Die Abfragen? Werden diese Fragen oder die Antworten, die ich da jetzt eingebe, auch alle gespeichert oder muss ich das irgendwie sichern? Oder wie läuft das? Die werden nicht gespeichert. Also was wir auf der Academy gerade machen, davon wird nichts gespeichert. Nein. Weil jetzt auch für mich irgendwie so, wenn ich jetzt irgendwas raussuche, muss ich das denn alles, wenn ich jetzt eine Abfrage gemacht habe, muss ich dann alles markieren und dann runter, also kopieren und dann irgendwo speichern, wenn ich es haben will? Oder kann man das genauso wie sonst in End Explorer irgendwo ablegen, speichern? Also quasi, wir können es danach nicht sehen, das heißt, du kannst es danach auch nicht sehen. In der Academy ist es quasi so gedacht, nutzt zum Lernen. Wenn du tatsächlich was generierst, was du gerne behalten würdest, eben einfach rauskopieren. Weil wie gesagt, quasi sobald du wegklickst, ist der Chat nicht mehr zu sehen danach. Ja, ich sehe gerade, wir haben zwei Wortmeldungen online. Einmal Matthias. Und die Birgit. Genau, meine Frage, diese Academy, ist das für Privatpersonen oder für Unternehmen gedacht? Oder? Also momentan ist es hauptsächlich für Unternehmen gedacht. Wir sind gerade dabei, ausschließlich das Ganze quasi als Paket für Unternehmen zu verkaufen. Wir sind gerade aber dran, dass wir auch einzelne Kurse quasi an Endnutzer verkaufen wollen. Momentan ist es aber noch nicht möglich. Aber ihr habt ja danach noch Zugriff drauf. Danke. Julia. Dann haben wir noch eine Meldung, Julia. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wie ist es denn am schlauesten, den Prompt also einmal zu formulieren und dann eingeben zu lassen und gucken, was rauskommt und dann zu korrigieren? Oder macht es mehr Sinn, die Prompts immer kurz zu halten und nacheinander einzugeben und dann zu gucken, er gibt ja schon Zwischenantworten. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, was da sinnvoller ist. Mhm. Ich würde sagen, das ist gesunde Mittelmaß und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Kunst beim Prompten. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man sich einfach so ein bisschen üben und schulen muss. Es ist auf alle Fälle, also man sollte auf alle Fälle so viel Information wie nötig geben, also so Sachen wie die Persona eingeben, den Kontext, vielleicht auch, wenn man zum Beispiel eine E-Mail schreibt und sich Informationen schon überlegt hat, das gerne alles gleich im ersten Step mit reingeben, weil alles, was man da sozusagen an, also auch implizite Annahmen zum Beispiel, wie wir es vorhin hatten, dieses für den internen Blog, das weiß man jetzt selber zum Beispiel, dass es für den internen Blog ist, aber man muss es jetzt zum Beispiel der KI nochmal explizit sagen. Solche Details definitiv sofort rein. Wenn man jetzt aber Sachen hat, wo man sagt, das kann man jetzt gut in Teilaufgaben unterteilen, wie zum Beispiel, man möchte einen Blogpost erstellen, da bietet sich es dann natürlich an zu sagen, okay, ich habe dieses Thema, ich habe mir diese Informationen überlegt, erstell doch bitte erstmal eine Gliederung. Und dann mach vielleicht noch, wenn es ein sehr langer Blogartikel ist zum Beispiel, mach nochmal eine detailliertere Gliederung und formuliere dann erst den Text aus. Da macht es dann natürlich auch Sinn, das in einzelnen Prompts zu machen, weil man dann das Ergebnis anschauen kann und da dann auch genau dieses Schritt zurückgehen, das wir ja vorhin auch mal kurz angesprochen haben, nochmal greifen kann, dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, es sind schon gute Ansätze dabei, aber es ist noch nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen mach nochmal einen Schritt zurück, probier es nochmal, besser das und das aus. Und dann geht man erst in diese Ausformulierungsphase. Also es gibt da, würde ich mal sagen, keine pauschale Antwort. Es kommt sehr darauf an, was ist es für eine Aufgabe und was bietet sich gerade an, kann man es schön zerlegen zum Beispiel. Wie ist denn das, kann eure KI jetzt in dem Fall auch Bilder ausgeben? Also so ein Tortendiagramm oder so habe ich gerade probiert. In der Academy sollte das noch nicht funktionieren. Nee, ich würde mal schnell abgeben, ja. Ja, das kann ich schnell beantworten. Also in der Academy haben wir erstmal nur die Sprachmodelle, die quasi nur Text ausgeben können. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass sie Diagramme ausgeben, die als Diagramm angezeigt werden können. Allerdings sind da die meisten Modelle noch sehr schlecht darin. Das heißt, es funktioniert meistens nicht.
In der Core-Plattform haben wir dann auch Bildgenerationsmodelle, also Dolly 3, Midjourney und so weiter. Okay, Dankeschön. Wir würden uns dann auch langsam aber sicher dem Ende der Session nähern. Deswegen, wie schon angekündigt, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns einfach kurz jetzt in den letzten 5 Minuten euch Zeit nehmt, kurz Feedback gebt. Wie gesagt, wenn ihr uns da Feedback gebt, kriegt ihr nochmal eine Zusammenfassungsmail mit dem Link zur Academy nochmal drinnen, den Slides und auch einem Cheat-Sheet, wo wir alles kompakt nochmal zusammengefasst haben. Genau. Ansonsten, wenn ihr jetzt mit den Aufgaben noch nicht fertig geworden seid, weitermachen wollt, ist überhaupt kein Thema, könnt ihr jetzt in der nächsten Zeit, wann immer ihr Zeit und Lust habt, gerne noch machen. Hast du den Link eingestellt? Gut, dann wären wir soweit am Ende der Session. Wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind, kommt gerne auf uns zu. Ihr kriegt ja wahrscheinlich auch nochmal eine E-Mail von uns. Bedeutet auch, wenn im Nachgang noch Fragen auftauchen, dann gerne einfach schreiben. Wir stehen euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und viel Spaß noch.